Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge. Ich glaube, es ist die 59. von Project Unstable 4. So, ja, ich muss mir unbedingt was überlegen für diese Kartoffel-Crew da irgendwie. Also, ich habe schon ein, zwei Ideen, wie wir ihnen das mal ein bisschen heimzahlen, dass wir praktisch die ganzen Kartoffeln hier im Haus hatten. Ja, mal gucken. Hi. So. Was machen wir heute? Ich habe ein bisschen rumprobiert nochmal und ich habe herausgefunden, was wir hätten machen müssen. Also, und zwar müssten wir, und darauf hatte ich dann keinen Bock mehr, weil das ist einfach nur überkompliziert. Es wäre schöner, wenn du einfach ein Modul haben könntest. Nimm das Item, aber egal was es für MBT-Daten hat, egal was für eine Metadatei, alles egal. Das wäre schön. Ist es aber leider nicht und deswegen, ja. Und zwar gibt es hier nämlich Examine Item. So, das macht Folgendes. Du kannst sagen, okay, guck in das Inventar, also beispielsweise hier in dieses Ding, guck auf einen bestimmten Slot, also du musst dann sagen Slot 0. Nimm das Item und speichere es praktisch erstmal fürs nächste ab und das nächste nimmt dann den vorherigen Stack, der ausgewertet wurde und arbeitet dann damit und nimmt den dann rein. Kann man machen. Problem ist, wir brauchen dann davon einmal für hier, dass wir praktisch das Tome haben, was wir rausnehmen. Ich habe es jetzt übrigens mitgekriegt, Diamanten haben 64 Redstone und ich 256. Das heißt, ich habe das jetzt auf 64 automatisiert gehabt. Allerdings, ja, wie gesagt, wir müssten dafür sorgen, dass wir hier das Ding rausnehmen mit egal was. Das heißt, wir müssten hier gucken, was drin ist, das rausnehmen. Wir könnten theoretisch davon ausgehen, wenn wir es dann hier reingepackt haben, dass wir dann das Tome auf 0 haben und es dann wieder hinten hinpacken. Das Problem ist aber, worauf ich halt keinen Bock hatte, weil ich hatte eigentlich vor, das noch ein bisschen mehr zu automatisieren, dass wir Diamanten machen können, dass wir mehr Dinge machen können, also praktisch, dass ich einen höheren Crafter mache von einem höheren Tier. So dass wir im Endeffekt alle Rezepte, die wir irgendwie brauchen, da reinpacken können. Leider hat es nicht ganz so funktioniert. Oder funktioniert es nicht ganz so leicht, denn ich müsste dieses ganze Ding für jedes Item machen. Und muss hier viele Dinge ändern. Ich hatte gedacht, sag mal so, und zwar set variable. Wir können eine Variable setzen. Das ist das Problem, ist nur, wir können ja, wir den Variablen praktisch den Index haben von der Variable, wir können das setzen, aber wir brauchen davor noch so eine Operation, dass wir irgendwie sagen, okay, 0 plus ist es überhaupt? Ja, genau. Plus, was weiß ich, und dann 64. Und das ist dann Redstone für Diamant. Das heißt, wir müssten praktisch dieses Ding für alles nochmal definieren, müssten dann die Variablen machen, müssten das alles hier reinfügen, müssten dann für jedes Ding ein separates Programm machen. Jedes dieser Programme braucht dann wieder andere Slots, die wir zuweisen müssen. Und ich habe einfach keinen Bock. Und deswegen, es ist einfach überkompliziert für das Einfache, was es macht. Oder machen soll. Ja. Weiß nicht. Ich habe halt keine Lust, da jetzt irgendwie das Programm noch um sich Dinge zu erweitern, das ist ja noch nicht mal zu Ende. Das ist ja im Endeffekt nur das Schieb's rein, aber ich hole die Diamanten nicht wieder zurück. Oder doch, ich glaube, die Diamanten hole ich schon zurück, ne? Ne, das ist Push tun. Ja, ne, ich hole sie noch nicht zurück. Ich müsste dann theoretisch noch die Diamanten hier rausnehmen, dann wieder da reinpacken. Das heißt, wir haben da schon mal zwei Dinge. Dann muss das Tome noch hier rein und da drüber nochmal zwei Dinge, mal vier. Das heißt, ich habe noch vier mehr Teile. Oh Gott. Nee. Nee. Und das dann alles noch in allen... Nee. Ich habe einfach keine Lust. Einfach keine Lust. Weil das Problem ist halt, das Examen kommt auch noch dazu. Nee. Also, ihr versteht, was ich meine. So, und deswegen machen wir heute erstmal das nicht mehr, weil es mich... Ich hatte wirklich gedacht, es geht einfacher. Ich hatte nicht gedacht, dass es so... Weil die Sache ist, die mit Computercraft kann ich Items leichter schubsen, weil dann muss ich die nicht erst in den Prozessor packen und dann irgendwo hin, dann sage ich einfach, gucke in das Inventar, wenn da das drin ist, schubse es dahin.
Tja, es ist wesentlich einfacher. So, gut, haben wir genug davon. Was wir heute machen werden, ist uns erstmal einen Anfang, alles vorzubereiten für den Reaktor. Denn ich möchte ja gerne den Reaktor basteln. Von Industrial Craft. Erstmal einen normalen Reaktor. Damit wir erstmal ordentlich Strom produzieren können. Denn ich habe ja vor, Mass Fabricator zu machen. Mass Fabricator. Für alles, was wir praktisch nicht mit Bienen erzeugen können, werden wir dann wahrscheinlich den Mass Fabricator nutzen. Für Diamant werde ich mir einfach eine Biene machen. Ich wollte halt eine schöne kleine Automatisierung damit machen, aber es geht nicht so einfach und toll. In Zukunft, also ich hoffe mal, dass Applied Logistics bald geupdatet wird, weil dann hat sich das eh geklärt. Aber da tut sich seit ein paar Tagen nichts mehr. Es war so aktiv und wir einmal gar nichts mehr, es ist doof. Naja. Ja, wäre halt schön, wenn man das machen könnte, weil dann könnte ich einfach hier im Endeffekt mit einem Interface die Rezepte machen. So und so viel Redstone plus einen Diamanten plus das Tome theoretisch sogar. Wobei ich das Tome wahrscheinlich dauerhaft drinnen lassen werde einfach. Ich packe das rein, er nimmt dann zuerst das Redstone, füllt das Tome auf mit dem entsprechenden, macht mir den Diamanten. Ja, naja, gut. Lassen wir das. Also, wie gesagt, wir machen heute was anderes und zwar erstmal brauchen wir, damit wir das Uran verarbeiten können. Also beziehungsweise wir brauchen für den Reaktor, für diese Fuel Rods, wo ich mir die Rezepte halt nicht angucken kann. Nein, kann ich mir nicht angucken. Toll. Ist im Endeffekt eine Canning Machine, die ich jetzt weggepackt habe. Bin super. Und zwar brauchen wir Enriched Uranium Nuclear Fuel. Das machen wir entweder aus Uranium Ingots und Tiny Pile of Uranium oder Tiny Pile of Uranium und Uranium. Wie macht man eigentlich die Ingots? Schmelzen von Grit. Okay, und das Grit bekomme ich aus dem Crusher raus. Eins. Dann kriege ich zwei. Okay, ist ineffektiv. Wir machen uns Crushed Uranium Ore. Und das kriegen wir aus dem Macerator aus dem Erz raus. Das heißt, wir brauchen einen Macerator, damit wir Crushed Uranium Ore machen. Und danach werden wir das im Ore Washing Plant purifieren. Dafür brauchen wir Wasser, Strom und halt Crushed Uranium Ore. Dann kriegen wir Purified Crushed Uranium, Tiny Pile of Lead. Und Stone Dust. Stone Dust werden wir dann eine ganze Menge brauchen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch ein paar andere Dinge noch durchjagen, dass wir erstmal ordentlich was ansammeln. Und dann brauchen wir noch einen Block, und zwar die Thermocentrifuge. Genau. Denn die macht uns aus dem Purified Crushed Uranium Ore 2 Tiny Pile of Uranium und 5 Uran. Wohingegen, wenn wir die Crushed Uranium Ore nehmen würden, würden wir nur 1 Tiny Pile of Uranium kriegen und 4 Uranium. Und ja, es gibt keine andere Möglichkeit, an das Tiny Pile of Uranium zu kommen. Außer diese hier. Ja, und das hier ist im Endeffekt aus dem. Ich weiß gar nicht, warum sind hier 2? Achso, das ist einmal Uran 235. 235 und 238 gibt's gar nicht. Okay. Ja, Uran 238. Man kann es machen. Kann ich da draußen? Nicht? Okay, doch nicht. Egal. und da hat man es auch schon gesehen. Was ich nämlich gerne machen möchte später, ist das MOX Nuclear Fuel. Denn das MOX Nuclear Fuel hat den Vorteil, wir brauchen kein Tiny Power of Uranium mehr, wir brauchen nur Plutonium. Wie bekommen wir Plutonium? Plutonium bekommen wir aus Depleted MOX Fuel Rods. Und MOX Fuel Rods machen wir im Endeffekt auch wieder aus dem MOX Nuclear Fuel, was wir halt in so eine Fuel Rod packen und dann kriegen wir das Zeug raus, dann ballern wir es auch durch im Reaktor. Funktioniert genau wie normalen Rods, mit dem Vorteil, je heißer der Reaktorkern, desto mehr Strom kommt raus. So, also, wir setzen uns mal dran, dass wir jetzt ein paar Dinge machen. Also, wir brauchen einen Ore Washing Plant. Und ich habe nichts dergleichen. Okay, sehr gut. Das geht ja schon wieder gut los. Hatte ich was durchgehauen? Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, weil ich habe das vor ein paar Stunden gemacht. Nein.
Und ja. So. Okay. Gibt übrigens eine neue Thorncraft-Version, in der jetzt schon die Mobs drin sind. Aber es crasht, wenn ich einen von denen spawne. Ja. Also, ich kann euch ja mal so ein bisschen am Laufen halten, was neu dazukommt und so weiter. Es ist nicht viel dazugekommen. Es gibt jetzt Greatwood-Bäume, die auch wachsen können, genau wie Silverwood. Halt ein paar Mobs, aber noch nicht unbedingt Research-System oder so. Aber es gibt ein paar interessante Items. So, zurück zum Einigen. Das kann ich aber machen. Da fehlt nur das. Das kann ich machen. Kann ich auf zwei machen? Nein, weil ich keinen Coil mehr habe. Hallo? So, okay. Pup, nein. Pup. So. Und dann brauchen wir noch das. Wir könnten theoretisch auch, ich weiß halt nicht, wie effektiv das Ding ist. Das ist halt sehr langsam. Ich überlege gerade, ob wir Overclocker machen. Ob wir uns praktisch erst in die Overclocker setzen. Denn Overclocker brauchen ja auch... Ich meine, wir können es vorbereiten, wir brauchen es eh. Glaube ich. Nicht, okay. Dafür brauchen wir halt 10k Coolant Cell und dafür brauchen wir eine Universal Fluid Cell mit IC2 Coolant. Von dem wir uns übrigens das Rezept nicht angucken können. Und halt Tinplates. Und dafür brauchen wir aber erstmal eine Solar Distillerer. Für den mir auch wieder das ganze Zeug fehlt. Davon kann ich nicht zwei machen, weil ich kein Tin mehr habe. Tin. Ich mache jetzt einfach nochmal ein paar Tinplatten. So, machen wir das mal aufplatten. Go. Alles klar. Ich hätte wirklich was vorbereiten sollen. Es tut mir leid. So, dass ich keine Universal Fluid Cells mehr habe. Hatte ich davon nicht welche? Bild mir ein, ich hatte da noch ein, zwei übrig, aber... Na gut, dann nicht. Mich stört das hier die ganze Zeit diese... Wir müssen unser Netherportal mal irgendwie anders machen. Das stört mich, dass da immer wieder die ganzen Viecher rauskommen. So, machen wir erstmal ganz kurz hier Solar Distiller, den Machine Frame. Machine Casing. Ich sage immer Frame, es tut mir leid. So, also wie gesagt, die Automatisierung da werden wir wahrscheinlich nicht nutzen, weil es doof ist. Ist einfach doof. So, das Ding läuft jetzt dauerhaft, wunderbar. Aber mehr nicht. Ab und zu hört man mal die Lava weggehen. So. Okay, warte mal, wir machen mal diesen da. Und dann den Rest durch. Kann ich jetzt zum Glück alles hier so nach und nach automatisieren. So, zwei reichen ja eigentlich schon für das, was ich brauche. Dann können wir das nämlich fertig machen, den Solar Distiller. Und dann kann ich mal zeigen, wie der funktioniert. So, zwei Universal Fluid Cells. Pop, Solar Distiller. Und was wir dann machen können, oder was wir machen müssen, ist den erstmal draußen hinstellen. Irgendwo, wo er halt Sonnenlicht kriegt. Und dann haben wir hier ein paar Slots. Erstmal ganz kurz Wasser. Was macht ein Distiller? Er nimmt Wasser jeglicher Art und okay, ich muss den einmal reinlegen. Interessant. Genau. Das Wasser, es verdunstet, kondensiert praktisch die ganzen nicht rein Wasserpartikel-Sachen-Dinger bleiben zurück. Halt alles andere verdunstet, also praktisch zum Beispiel Salz oder so, Salzwasser destilliert man ja, und ist egal. Ja, und das kommt dann halt hier rein, wunderbar, und wir sammeln jetzt langsam Distilled Water an. Es dauert eine ganze Weile, bis man da was kriegt, und ich weiß gar nicht, ob es 1 zu 1 ist. Wir haben jetzt 11, 11, okay, es ist 1 zu 1, also wir kriegen pro Eimer einen raus, das hatte ich nicht gewusst. Und wo ist das, hatte ich nicht eben Wasser geholt? Zwei. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da maximal reinpacken kann. Drei. Ich glaube drei Eimer, oder? Ne, ich kann vier reinpacken. Okay, wunderbar. Dann lassen wir jetzt mal vier Eimer drin.
Das dauert natürlich jetzt eine ganze Weile. Man kann noch bestimmte Upgrades reinpacken. Also Ejector Upgrade sorgt dafür, dass man Dinge ausgeben kann von Items her. Also Items in einem bestimmten Inventar auf einer bestimmten Seite ausgeben. Pulling Upgrade halt reinziehen. Das ist, wenn man zum Beispiel mit Eimern automatisieren will, den ganzen Mist. Und Fluid Ejector Upgrade für das Distilled Water. Dass man praktisch sagen kann, okay, alles Wasser ausgeben in den Tank oder so. Brauchen wir aber theoretisch nicht, weil der Tank da drinnen reicht erstmal für unsere Zwecke. So, nehmen wir das mal als Mitnummer. Und dann, ich habe übrigens mittlerweile schon, die Automatisierung von Elvira, das funktioniert ganz gut. Ich habe schon einen neuen Elvira hier unten. Und wir haben schon einen neuen fast zusammen. Ich glaube so 15 oder so waren es. 16 mittlerweile sogar schon. Also es läuft. Es funktioniert. Ich brauche bald wieder... Was machst du hier? Warum hast du eine Schaufel? Ich brauche bald wieder Impregnated Casing. Nur die will ich mir nicht automatisieren, weil das ist... Nee. Da hast du zu viele von. So. Okay, also Solar Distiller Hammer. Der ballert dahin jetzt schon ein bisschen rum. Wenden wir uns mal wieder dem eigentlichen zu. Dem Overwashing Plant. Dass wir praktisch das Zeug mal nebenbei nochmal machen. Ich brauche mehr Kupferkabel. So. Okay. Puff. Machen wir gleich zwei von. Hatte ich nicht? Ich habe den zweiten gar nicht gecraftet. Warum? Warum hatte ich den zweiten nicht gecraftet? Egal, so, Overwashing Plant. Ich kann schon mal das Uran hier mitnehmen, was ich bisher gesammelt hatte. Hatte ich hier noch Uran drin? Ja, okay. Nehmen wir das mal mit noch. Dann kriegen wir jetzt 44 Crushed Uranium, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Macerator, puff. Okay, dann kann das schon mal arbeiten. Overwashing Plant ist auch Tier 1. Okay. Ja, mal diesen da. Setzen das mal alles da dran. Ist die Terminal Centrifuge eigentlich mittlerweile Tier 2? Ja, die ist mittlerweile Tier 2. Okay. Das heißt, da brauchen... Also, da können wir höheren Strom reinpacken und wir sollten es auch, denn, ja, sie braucht es definitiv. So, das heißt, wir sollten uns wirklich Gedanken machen, ob wir hier... Das hier... Ach nee, das ist ja schon 128, ne? Das ist 128 hier. Weil ich ja hier erst runter transformiere. Das heißt, wir sollten es hier vielleicht nochmal ein MFE hinpacken. Nee, nicht MFE. MFE war Tier 3. Genau. Okay, Entschuldigung. CSU. Ich glaube, es wäre gar nicht so doof, ein CSU hinzupacken. Und dann halt alles anzuschließen. Also praktisch das hier unten auch nochmal einen Kupferkabel setzen. Ne, jetzt erzeugen wir gerade einen Loop. Das ist doof, das möchte ich nicht. Jetzt habe ich da unten die Kabel hingeworfen. So, okay. Ja, wie gesagt, ich möchte hier keine Rotation irgendwie drin haben. Das heißt, wir müssen den LV-Transformer noch irgendwie dann später umbasteln. Vielleicht setzen wir die Bedbox nach oben und den dahinter und dann... Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall haben wir hier oben MV, das ist schon mal ganz gut. Die produzieren Tier 1 Strom, also 32, aber es sollte hoffentlich reichen. Egal, wir brauchen erstmal Thermal Centrifuge. Dafür brauchen wir noch einen Laser, dafür brauchen wir noch einen Crystal, also wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Thermal Centrifuge. Die... braucht halt diesen Mining Laser, dafür brauchen wir einen Energetic, komm nicht auf den Namen. Energy Crystal, nicht Energetic Crystal. Energy Crystal. Und den machen wir folgendermaßen, wir machen 9 Energium Dust, also was 4 Diamant Dust und so weiter sind. Packen das in den Kompressor. Lassen das einmal kurz durchwabbeln. Also, ich hätte auch theoretisch den Hopper an diesen Hopper leiten können, sodass ich nur eine Kiste brauche.
Na gut. Egal. Kann alles besser machen. So, 22. Crush Uranium haben wir schon. Hier brauchen wir halt noch Wasser. Hatte ich den Tank da unten schon angeschlossen, dass er für Wasser zuständig ist, den Ender Tank? Nein. Wir haben noch keinen Wasser-Ender Tank. Es gibt übrigens ein neues Update. Ich muss unbedingt updaten, aber wie gesagt, unsere Welt ist im Moment ein bisschen am Zerschießen, wenn ich das mache. Okay. Ja, also wie gesagt, Welt ist so ein bisschen am Zerschießen. Es gibt ein neues Update, dass die Ender Chests nicht mehr so laggen sollen, was sie im Moment tun. Weil im Moment tun sie ja die Frames fressen wie nichts Gutes. Ja, da muss man gucken. Ich hätte es mit einer anderen Wolle machen sollen. Ich hätte es mit einer anderen Wolle machen sollen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was haben wir hier schon? Huch. Dreimal Orange haben wir für Rocket Fuel. Wir sollten es vielleicht mal. Kann ich das einfach so? Okay, dann lasse ich das einfach mal so, dass es praktisch jetzt hier das Rocket Fuel verballert erstmal. Und wenn es leer ist, mache ich es zu einem Diamanten, dass nicht jeder mein Rocket Fuel kriegt. Es ist mein Rocket Fuel. Was? So, und das war Nutrient Distillation. Das heißt, hier hinten machen wir mal. Orange, Orange, Rot vielleicht? Klingt doch noch ein Plan. Ja, Orange, Orange, Rot. Also Rot, Rot. Jetzt darf ich wieder orange Blumen suchen. 1, 2, 3, 4. So. So. Okay. Und dann können wir nämlich das Wasser schon mal von hier transportieren. Denn ich brauche theoretisch keine zwei Reservoir. So schnell wird das Wasser nicht verbraucht. Und ich habe keine Lust, ein zweites Reservoir zu machen, was irgendwie vielleicht noch Probleme macht oder was weiß ich nicht. So, und dann stellen wir jetzt mal hier das Ding gleich mal um auf Auto-Export. Pop. Eine kleine Pfeil an der Seite, das heißt, wenn ich jetzt hier dann einen Tank drauf stelle, dann würde der den mit Wasser füllen. Brauche ich eigentlich nur einen Diamanten dabei? Orange, Orange, Rutsch. Genau, ist leer. So. Orange, Orange. Ich brauche unbedingt einen Diamanten noch. So. Warum habe ich nur einen Diamanten mitgenommen? So. Ach nee, ich habe einen hier drauf geballert gehabt. Stimmt. Ist vergessen. So, und dann brauchen wir das Ding nicht einfach nur hier oben drauf zu stellen. Und es füllt sich nicht automatisch mit Wasser. Warum? Das war doof. Aber alles gut. Irgendwas ist hier kaputt. Ich glaube, ich habe das Reservoir kaputt gemacht. Mensch. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Merkt euch, niemals einen Reservoirblock abbauen. Wenn das Ding irgendwie konfiguriert ist, ihr macht wahrscheinlich alles kaputt damit. Und dann hat er jetzt nur unten aus dem einen Eimer, glaube ich, genommen. So, okay. Ich weiß nicht, wo er das Wasser hinpacken will. Okay, jetzt. Okay. Und dann machen wir. What the fuck? So, okay. Ich bin noch ein bisschen
am Verzweifeln hier. So, jedenfalls können wir jetzt praktisch das Wasser automatisch reinpumpen. Anscheinend muss man auf die einzelnen Reservoir-Dinger jetzt machen und hat es nicht mehr global, wie es früher war. Was ein bisschen komisch ist. Weil früher hast du ein Ding angehauen und alle Seiten, alles war zum Ausgeben. Ich glaube, er hat sich wieder festgehangen. Okay, wir machen folgendes, wir machen es über eine Pumpe, über die Pipe. Es ist mir einfach nicht geheuer gerade, warum das Ding nicht funktioniert. Das ist doch nicht normal. Das ist ja die ganze Zeit so rumspackt. Einmal soll was funktionieren. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplett kaputt gemacht. Das war klar. Okay, packen wir es mal hier drunter. So, okay. Und dann sollte sie es hoffentlich gleich beruhigen, weil nichts braucht hier gerade Wasser. Wirklich nichts. Komisch. So, nehmen wir es mal mit. Jetzt haben wir auf jeden Fall Wasser. Gott sei Dank. Hey. Nein. So, das packe ich mal hier rein. Und dann einmal nach hier hinten. Ich sollte vielleicht eine Conduit mitnehmen. Na komm. Zwar pressurized. Sollten das tun schon. So. Bup. Bup. Extract. Always active. Wasser! Okay. Theoretisch können wir auch automatisieren, wenn wir sagen, okay, vom Macerator, Ejector Upgrade, alles rein in den Washing Plant. Was hier fertig ist mit Ejector Upgrade, alles rein in die Thermal Centrifuge, dann aber, naja. Kompressor. So. Energy Crystal, wir haben unseren ersten Energy Crystal. Woo. Brauchen ja dann später nur noch einen Haufen. So, also. Thermal Centrifuge. Achso, genau, wir brauchten noch das Ding einmal. Und wir brauchen auch noch Advanced Alloy. Was wir auch im Kompressor machen. Was im Endeffekt eine Kombination aus Eisen, Bronze und Tin ist. Also auch theoretisch noch Bronze, was ich so ein bisschen durchkloppe. So, aber nicht 25, sondern 24. So. So, okay. Ich habe übrigens, weil mir das Purple gesagt hat, bei den Bienen hinten in den Apiary habe ich mal Proven Frames jetzt mit reingemacht. Ich habe da von einem Villager mal vor Ewigkeiten was gehandelt. Ich habe jetzt noch 13 Stück. Und ich habe auch noch irgendwo den Villager hier. Ich weiß nicht, ob es der hier ist oder einer von den beiden. Jedenfalls einer verkauft diese Proven Frames und dann muss ich dann noch mal ein bisschen aufkaufen gehen. Ja. Und dann halt das immer reinmachen, dann geht es relativ schnell. So. Im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte. Ich wollte die Bronzeplatten machen. So. Advanced Alloy. Mixed Metal Plate, so. So, machen wir 6 Stück. Die kommen in den Kompressor rein. Dann drücken wir... Ich weiß gar nicht, ob das Stahl ist. War das Stahl? Nee, Eisen, Tin und Bronze zusammen und herauskommt. Tada! Advanced Alloy. So. Okay, die Coils sind nicht das Problem, das ist nicht das Problem. Das ist alles nicht das Problem, wir brauchen wirklich nur das Tail hier. Also das ganz kurz abwarten. Ich kann auch hier schon mal irgendwie halb zubauen wieder. Mach das dann hier oben einfach hin. So. Beziehungsweise wir können auch beide Stromdinger reinpacken. Wir können ja Tier 1 und Tier 2 reinpacken. Dann machen wir es einfach so. So, und hier kriegen wir jetzt das erste Zeug raus und wir sehen, wir haben hier ein wenig Strom. Das liegt daran, dass die Badbox halt nicht mehr ausgeben kann als 32 Hypothek. So, das Ding verbraucht ungefähr 32, das Ding verbraucht ungefähr 32, das Ding verbraucht ungefähr 32. Und ja,
Jetzt im Moment geht es wieder, wenn der Kompressor läuft und der Overshing-Plant geht's, aber sobald halt noch die Metal-Form mitarbeiten, dann ist vorbei. Ja. Wir brauchen also im Moment 32 plus ein bisschen. Das geht anscheinend noch. Ich verstehe das Energiesystem noch nicht ganz so, weil ich mir unsicher bin, kann man jetzt, gibt er 32 aus, aber für eine unbegrenzte Anzahl, anscheinend ja nicht, sondern 32 Uhr pro Tick und die Maschinen können es dann nutzen, je nachdem wie viel sie brauchen. Also, was weiß ich, sagen wir mal, eine braucht nur 16. Früher stand ja direkt da, was sie verbrauchen. Steht ja mittlerweile nicht mehr da. Was ich ein bisschen schade finde. Fände es schön, wenn du wirklich weißt, okay, so viel Strom brauche ich nur, anstatt dass du immer 32 zur Verfügung stellst und versuchst, die 32 zu machen. Nee. So. Dann müssen wir mit. Dann craften wir jetzt noch den Laser fertig. Den kann ich eigentlich mal... Kann ich den zeigen? Ich glaube, den kann ich in der Badbox nicht aufladen. Der Mining Laser ist eigentlich relativ cool. Kann nämlich... Redstone. Advanced Circuit. Mining Laser. Steht dann Power Tier 3. Ne, den kann ich leider nicht aufladen. Müssen wir später machen. Also ich kann nicht in Bedbox aufladen. Power Tier ist zu kriegen. Ja, also da brauchen wir dann einen höheren Power Tier für. Okay, also mindestens MFE. Und dann können wir das Ding aufladen. Und das Ding, ich weiß gar nicht, kann ich damit auch die... Hier kann ich einen Mode ändern. Da nicht. Toll. Toll, alles komisch. Also man kann hier halt verschiedene Modi machen, Superheat, Scatter, Explosive, 3x3, Mining, Low Focus, Low Range, Horizontal, Superheat, jetzt wiederholt sich's. Und das kann man dann halt verschießen und je nachdem macht es eine Explosion, verbraucht halt dementsprechend dann auch Energie. Superheat, ja, kann man sich eigentlich, glaube ich, denken. Es erzeugt halt immer Feuer, also man sollte nicht unbedingt mit dem Mining Laser einen Baum fällen wollen, weil der fängt dann Feuer. Und das ist nicht ganz so toll. Ist nicht ganz der Sinn davon dann in dem Moment. So, also machen wir jetzt erstmal hier. Achso, ich brauche einen Advanced Machine Frame, ne? Das heißt, wir brauchen Carbon. So, Carbon Mesh. Warum? Oh Gott, was ist gerade mit meinen Frames los? Ah, Hilfe. Das waren gerade unter 10. Warum? Urplötzlich. Ist nicht mehr. Egal. Genau, wir brauchen noch einen Advanced Machine Frame. Das habe ich vergessen. Verdammt. Dass es immer Advanced sein muss. Nie einfach. So. Und ob ich das machen kann, ist auch fraglich. Okay. So. Kann ich eigentlich mit rechtsklick? Nee, okay, schade. Gut, dann lasse ich das Ding mal durchwabbeln noch weiter. Hier, das Ding braucht halt ewig, der Overshing-Plant. Das heißt, da brauchen wir später definitiv Overclock-Upgrades. Und mehr Strom und wahrscheinlich auch einen höheren Tier, damit wir das alles nutzen können, was wir da wollen. Aber dazu kommen wir dann später. Mal gucken, nächstes Mal dürfte der Solar Stiller uns hoffentlich ein bisschen was gemacht haben, dass wir uns ein paar Overclocker machen können. Und dann ja, dauert es noch eine ganze Weile. Egal, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war trotzdem vielleicht an manchen Stellen nochmal interessant, was so man braucht. Weil, aber ja, ansonsten, es ist halt Industrial Craft, wie es immer ist. Wie gesagt, Immersive Engineering traue ich mich noch nicht ran, weil es noch so sehr leckt. Und ich gerne eigentlich das Upgrade jetzt, Update drauf machen müsste. Dafür brauche ich aber ein neues Tinker's Construct. Mit dem neuen Tinker's Construct brauche ich ein neues Battle with Mods. Und das neue Battle with Mods zerstört die Welt. Naja, mal schauen. Vielleicht update ich ansonsten alles andere und dann mal schauen. Ja, so. Ich habe wieder viel zu viel geredet. Es tut mir leid, aber es musste sein. Dann noch einen schönen Tag. Ich lasse mir das einfach, vielleicht mache ich ein MFE schon mal als Vorbereitung. Ich muss mir auch mal wirklich wieder aufschreiben, was ich als Vorbereitung machen will, also dass ich mir aufschreibe MFE.
Und wir sollten eigentlich wirklich einen Widder mal langsam machen. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Ciao. Ciao.